Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Astral Chain. Wir befinden uns hier in unserem neuen Geheimversteck, nachdem wir ja irgendwie zur Legion mutiert sind und jetzt auch irgendwie hier gesucht werden, genauso wie Olive, weil sie sich mir angeschlossen hat. Und keine Ahnung, was jetzt genau unser Vorhaben ist. Uns wurde auf jeden Fall gesagt, wir sollen hier erstmal ein bisschen spazieren gehen und die Umgebung erkunden. Von daher machen wir das jetzt auch einfach mal. Und hier gibt es gefühlt 1000 Nebenaufgaben, rote und blaue, jeweils 4 Stück. Ist das die Gegend, in der wir schon mal waren? Ne, ne? Das ist eine ganz neue Gegend, oder? Ist das der Häuserwald? Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Muss ich mal gucken, wenn ich hier weiter entlang gelaufen bin. Ja, nichtsdestotrotz erkunden wir jetzt erstmal die Umgebung und gehen den ganzen Nebenaufgaben nach. Eigentlich wollte ich ja mehr das hier nehmen. Du siehst furchtbar aus. Was ist denn passiert? Du hast doch von diesen Punks und ihrem geheimen Geldvorrat gehört, oder? Ich habe keinen von denen gesehen, also dachte ich, ich greife zu. Und da haben sie mich plötzlich attackiert. Na, das nenne ich Pech, aber das Geld hast du doch noch wenigstens gefunden, oder? Kein bisschen Kohle lag darum. Hey, ob die das Zeug vergraben haben? Ja, und das sollen wir jetzt was sagen? Entschuldigung Sie bitte, das ist eine vertrauliche Unterhaltung. Können wir etwas Privatsphäre haben, bitte? Na gut, arbeitsamer Mann. Puh, das ist schwierig. Mein Partner hat einen Haufen Gerümpel zum Lager geschleppt, aber den Schlüssel, den er braucht, habe ich eben hier gefunden. Aber er ist schon weg und ich kann nicht einfach alles stehen und liegen lassen, um mir den Schlüssel zu bringen. Ich mache das natürlich, überhaupt kein Thema. Echt jetzt? Tausend Dank. Hier ist der Lagerschlüssel. Damit hilfst du mir echt aus der Patsche. Das Lager ist in einer engen Gasse in der Nähe des großen Platzes. Hilft nicht viel, was? Ich markiere es auf deiner Karte. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Kiste. Eine Schuhcola. Es ist immer so schön hier. Da fühlt man sich niemals einsam. Ich habe früher woanders gewohnt, weißt du? Aber dann kam dieses seltsame Gas und ich musste dort weg. Was auch immer für ein Gas. Hey, willst du Medizin? Wenn du gesund bist, verschwende nicht meine Zeit. Die Leute wollten eben meine Anti-Rotschubmittel. Und ich will ihr Geld. Klare Win-Win-Situation, ja. Ich glaube, nach dem Motto lebt unsere Pharmaindustrie auch. Habe ich das gesagt? Wo ist sie bloß hin? Alles in Ordnung, ich habe zu tun, aber vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche eine Katze hier aus der Gegend. Yuki, hab sie seit einer Woche nicht gesehen. Ja, wirklich? Ein feiner Zug, vielen Dank. Haben Sie eine Karte der Gegend? Dann zeige ich Ihnen, wo Yuki meistens zu finden ist. Ach, natürlich haben Sie eine. Okay, teilen wir uns auf und suchen. Ja, ich guck mal, ob ich sie unterwegs irgendwie finde. Vorsicht in diesem Nebel. Das hier ist kein gewöhnlicher Nebel. Es heißt, er würde einen verschlingen und nie wieder freigeben. Okay, die Katzenplätze sind jetzt auf jeden Fall gerade auf meiner Karte aktiviert, weil ich die Quest aktiviert habe. So, einmal geheilt, kein Problem. Rechnung kommt später. Boing. So, was haben wir da Schönes? Eine leere Dose. Okay, die hätte auch drin bleiben können. Puh, jetzt geht es mir schon etwas besser. So, da sind wir hergekommen. Orientieren. Das heißt, ach so, ich könnte auch da runter. Die Frage ist, will ich das überhaupt? Nö, ich erstmal oben weiter. So, hier steht auch noch eine blaue Quest rum. Der Vermesser. Oh Mann, was für ein Landvermesser vergisst seine gesamte Ausrüstung. Morgen früh muss ich meinen Bericht über den Befund abgeben. Selbst wenn ich meine Ausrüstung jetzt hole, ist es zu spät. Ich habe versucht, einen Weg zu finden, um Messungen durchzuführen, damit ich zumindest etwas vorzuweisen habe. Hey, hörst du mich?
Schalt mal deine Iris ein. Siehst du die Entfernungsanzeige über seinem Kopf? Damit kannst du Entfernung für ihn messen. Warte mal, willst du mir etwa sagen, dass du ein Präzisionswerkzeug zum Messen von Entfernungen hast? Du hast nicht zufällig Lust, mir auszuhelfen? Klar. Ehrlich? Danke, ich weiß es wirklich zu schätzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Legen wir los. Miss bitte die Entfernung von dieser Position dort zu mir. Gib Bescheid, wenn du fertig bist. Was ist das denn schon wieder für eine seltsame Quest? Upsa. Muss ich noch irgendwas drücken? Offenbar nicht die R2-Taste. Ja, und jetzt? Wie verdammt messe ich jetzt die Entfernung? Ja, keine Ahnung, Leute. Ach so, ja, okay. Ich habe nicht drauf geachtet. Also, es hat sogar gestimmt. 15 Meter, okay. Als nächstes bitte oben vom Container aus. Können wir das hier mal ausmachen, diese komische Sicht? Nur die Frage, wie komme ich hier drauf? Über die Leitern und so? Oder wie? Oder was? Komme ich da rüber? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Oh nein, ernsthaft? Ach komm, ey, warum springst du daneben? So, danke schön. Iris, start up. 17 Meter, oder? Jo. Naja, nehmen wir mal 18 grob. Und jetzt? Zum Schluss misst bitte die Entfernung zwischen zwei Punkten, die ich festlege. Wird nicht einfach, aber du findest bestimmt einen geeigneten Weg. Lass mich kurz nachdenken, wie könnte dieser Weg lauten? 8 Meter? 22? Könnten das 22 minus 8, lasst mich mal schnell rechnen, 14 Meter sein? Na, ey, ich hab mich doch nur verdrückt. Aber es hat irgendwie trotzdem zum Erfolg geführt. Nun gut, lassen wir das mal so stehen. Da ist ein Hund. Soll ich den nicht auch für irgendjemanden suchen? Oder war es eine Katze gewesen? Ich glaube, es war eine Katze, ne? Katzenfutter. Und auch noch eine Schatztruhe hier hinter. Sehr schön. Einfacher Materialcode. Ich hätte ja gern nochmal einen Premium-Materialcode, ehrlich gesagt. Aber der ist mir irgendwie nicht gegönnt. Was willst du denn? Oh, die Gesichter meiner Mitstreiter. Für Gerechtigkeit. So voller Leben ziehen sie an meinem inneren Auge vorbei. Könnte dies das Ende für Carlos Kajioka sein? Noch nicht, Carlos. Dem Anschein nach ist meine Zeit noch nicht gekommen.
Von einem Gesetzlosen verschont. Welch dramatische Wendung. Aus Dankbarkeit für mein Leben werde ich dieses eine Mal über euer Verbrechertum hinwegsehen. Ich habe da überhaupt nichts gemacht, Junge. Was ist das denn schon wieder? Sucht ihr nicht das Weite, so gehe ich. Lebt wohl, der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und das war jetzt die rote Aufgabe. Ah ne, ich soll ihm folgen. Gehört zu Kaios Kaioas Dienstausstattung. Eignet sich zum Aufnehmen von Witterungen. Ich weiß zwar nicht, warum wir denen jetzt folgen. Aber wir machen es einfach mal. Ich wollte zwar eigentlich mit dem Hundefreund hier quatschen, aber... Toll. Jetzt sammelt der Hund auch schon, beziehungsweise die Bestien Legion, den ganzen Rotschub hier ein. Das sind eigentlich so meine Markierungen, wo ich noch nicht gewesen bin, ehrlich gesagt. Und sie macht es einfach weiter. Na, jetzt muss ich ihn anscheinend doch wirklich retten, oder? What are you doing here? There's danger afoot. Quickly, be off with you. Oh. What? Oh, zu früh weggedruckt. This turns the tide in favor of the law. Boah, es ist zu langsam. Was macht sie denn da? Auch nicht schlecht. Ach, Junge. Hör doch auf, mich immer hier zu stunnen, Mensch. Ah, you're that weirdo cop from before. What's your problem anyway? You there! Come along quietly. Oha, was kommt da die Leiter rauf? Ja, das wird ja wohl eine Chimäre sein, oder? Wenn die nicht sehen können. Und ab ins Portal. Da weiß ich ja schon, wer da hinterher darf. Rein da! Okay, das ist sogar anscheinend ein größeres Portal. Ich dachte, das wäre eben Gekloppe und dann kommen wir wieder raus. Aber dann begeben wir uns hier mal auf die Suche. Ach nee, ich muss hier mich... Ja, fast. So, mal ungefähr so, oder? Medizin Maxi, ja, kann man mal mitnehmen. Oh, wo will sie denn hin? Will man das von hier aus zerstören? Oder will man hier hin? Ich glaube, hier ist mal Sackgasse, oder? Das sieht nach Sackgasse aus. Entschuldigung. Ach so, ich kann da gar nicht drauf treten. Muss ich da mit der Legion drüber schweben? Oder was ist der Trick? Oh, hier fällt die Legion auch runter. Das war dann nicht ganz so gescheit gewesen. Nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt erstmal die Axt-Legion und hauen das Ding da kaputt. Kaputt hauen wir es. Kaputt.
Und schau mal, was passiert. Achso, jetzt kann ich mich da mit der Legion quasi drüber hangeln. Also eigentlich sind diese unsichtbaren Plattformen hier völlig überflüssig. Und jetzt? Naja, jetzt muss ich wohl mit der Legion, wa? Ah ne, war doch richtig. So. Und dann sind wir da. Ui. Oh, wo... What the fuck? Und zurück, mein Freund. Gab es nicht auch irgendeine Masche, wie man denen die Schilder abnehmen konnte oder zerstören konnte? Ich sehe nichts. So. Das lief doch erstaunlich gut. Nur hier war ich wieder ein bisschen reaktionslahm, aber das soll doch in den besten Familien mal vorkommen. Das fragst du dich, wa? Wo bist du denn? Ach, da hinten. Tja. Never mind that. Finding that fiend is my foremost concern now. Thus, I humbly once again ask for your aid. Na klar. Kommt er jetzt auch mit mir mit, wenn ich mich irgendwo drüber schieße? So zum Beispiel. Nö, ist er weg oder wie? Runtergefallen? Hallo? Ah ne, er rennt da noch vor die Kante. Okay. Ist hier auch noch ein Geheimpfad? Oder ist das hier... Ne, hier bin ich mal hergekommen ursprünglich, ne? Ich soll nicht mehr zurückgehen anscheinend. Na, dann folgen wir mal weiter in die Stufen darauf und gucken mal, wo wir den Anführer von diesen komischen Chimären hier finden. Oh, da hinten ist auch was. Ah, okay, den Block. Den muss ich zwecks Kettenreaktion hier reintun. Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich es hier nicht mache? Dann verbaue ich mir ja quasi meinen Weg, oder? Komm, 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 komm. Und rein da, danke. So, ist hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus, dann jagen wir mal das Ding einfach mal in die Luft hier. Bam, 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 bam. Dankeschön. Oha. Muss ich das auch in die Luft jagen? Muss ich vorher noch irgendwas zusammenschieben oder so? Na, ich mach's einfach mal. Dong. Und noch eine gefundene Batteriezelle Mini. Ich hoffe mal, dass ich diese Game Over in dieser Mission nicht brauchen werde. Aber genau weiß man es ja letztendlich nie.
Ach, guck mal, hier kann ich schnüffeln. Ein kaputter Ohrring. Ja, sehr schön. Ich hoffe mal, der bringt ordentlich Kohle. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, ich weiß auch nicht warum, dass es hier nach oben geht. Aber geht's irgendwie gar nicht. Muss ich hierher? Bin ich hier nicht... Ach, ich bin von da unten gekommen, ne? So, hier kann ich wieder zerstören. Muss ich wohl auch. Sind schon irgendwie cool gemachte Labyrinthe hier immer, ne? Mit den Blöcken, die man mit der Legion hier zerstören muss. Ach ja. Wollte gerade sagen, wo geht's jetzt weiter? Gut, hier ist viel Platz. Kann das sein? Okay, da ist der Mafia-Boss oder wer auch immer das war. Und hier kommt irgendwas Großes offensichtlich. Artemis! Und es fliegt mal wieder. Und macht sich irgendwie unsichtbar. Upsa. Mein Gott. Wenn du nicht stehen bleiben willst, dann machen wir es halt so. Hat sich bei Jenna schon bewährt, warum dann nicht auch bei dir? Wo bist du? Ja, und okay. Hoppla. Ja, ich weiß, es ist nicht die spannendste Kampfmethode. Ach so, ich kann natürlich, dachte vielleicht mit der Iris, dass ich sie dann besser sehen kann, aber sobald ich anfange zu schießen, verlässt er die Iris. Oh, und ich bin schon wieder gestunt. Toll, ich habe gerade meinen Trefferdingens da durchgezogen. Und genau in dem Moment verschwindet er, beziehungsweise haut, glaube ich, meine Legion um, ne? Auch die Autokettenfessel bringt mir hier nichts. Ach, hör doch mal auf mit deinem komischen Strahl da immer. Ist doch zum Kotzen. Ja, die Kampfmethode ist dämlich. Ach, da ist er jetzt. Ach so, man sieht es sogar auf dem Boden, wenn das Zeugs kommt. Das hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Na, kannst du wohl deine Richtung auch noch wechseln, in die du schießt? Nein, kannst du natürlich nicht. So. Nein, sie ist wieder weg. Ah, ne, doch nicht.
So, eigentlich ist er jetzt gleich hinüber. Und zwar jetzt hoffentlich. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich würde mir gerne das Zeugs hier noch eben einsammeln. Ich meine, man kriegt es eh zugesteckt, aber sicher ist sicher. Berserker und Legions Tempo plus 30%. Also die Dinger, die man hier mittlerweile findet, diese Fähigkeiten, die sind ja doch fett, muss ich sagen. Aber sie verbrauchen halt auch einiges an Slots, ja. Ups, sorry, ich wollte dich doch eigentlich nur ansprechen. With your abilities, we can take our leave of this place, yes? Then let's be off. And you there, come along peacefully. No, no, aber sowas von. I'm not going anywhere with you, freak. Was? Willst du mich verarschen? The audacity. Surely, leaving him here would serve the greater good. But no. An officer of the law cannot abandon a citizen in need, however dastardly he may be. Alas, auf jeden Fall. I find myself in need of your moral guidance. Nein, wir nehmen den natürlich mit. Wir sind Polizist. Ach so, ich dachte, wir müssen ihn jetzt noch einfangen. Expose these fiends. The sinister shall pray no more. But I must say, without your help, none of this would have come to fruition. Officers like you are rare indeed. Are you sure you won't return to the fold? Ich glaube, wir müssen da erst noch ein, zwei Sachen klären. I suppose that's a pointless question. Do what you must, my friend. Das sowieso. Naja, immerhin ein S. Gar nicht so schlecht. You know those radar units the Union set up to detect gates all around the Ark? Well, I borrowed a few for the hideout. Klar. But one of them went offline all of a sudden. I can still pull up diagnostics, so I don't think it's broken at least. Could you go check it out for me? Und noch ein Fall. Mann, Mann, hier gibt's ja wirklich echt einiges an Fällen. Ich denke mal, die nächste Folge werden wir auch noch damit verbringen, hier irgendwelche Nebenfälle zu lösen. Aber da muss man durch. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Gestartet sind wir hier oben. Achso, ja, dann würde ich jetzt auch mal wieder hier zurückgehen. So, hier ist auch so ein grünes Ding. Hier sollte sich auch das Kätzchen oder der Hund eventuell aufhalten. Tut aber irgendwie nicht. Zumindest nicht, dass ich ihn sehen würde. Nee, das war falsch. Heil den jungen Mann hier mal. Ja, oh, dir geht's besser. Sehr gut. So, was haben wir hier noch? Ich konnte schwören, eben war er noch da. Verflixt, dieser Schlüssel muss hier doch irgendwo sein. Hä? Da ist ja mein Lagerschlüssel. Den hast du extra zu mir gebracht? Achso, das ist der Quest, den ich vorhin schon angenommen habe. Mann, diese Vergesslichkeit. Immerhin habe ich ihn nicht verloren. Gut, haben wir schon wieder einen Fall erledigt. Aber dank deiner Hilfe kann ich das hier zu Ende bringen. Du bist spitze. So, Schlüsselübergabe, Erfolg. Sehr gut, sehr gut. Dann schauen wir mal, was der Knilch mit dem roten Quest hier von uns will. Warum schauen Sie mich so an? Ich mache Ihnen nichts vor, ehrlich. Oh, ob hier irgendwas Seltsames läuft? Es gibt Gerede über Menschen, die verschwunden sind. Irgendeine Erklärung muss es dafür geben. Ich habe es auf eigene Faust versucht, damit die Leute hier wieder ruhig schlafen können. Aber das ist hart, wissen Sie? Ich helfe Ihnen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich wusste sofort, das ist ein Mann, dem die Gerechtigkeit am Herzen liegt. Meine Ermittlungen haben mich hierher geführt. Mein Gefühl sagt mir, dass sich hier ein wichtiger Hinweis verbirgt. Aber was es auch sein mag, auf mich macht alles einen sehr normalen Eindruck. Was meinen Sie? Irgendwas Auffälliges? Untersuche die Umgebung. Erstmal können wir hier die Bestie graben lassen. Energiedosis. Ach, falsch. Bestie war schon richtig.
Information display. Ach so, das sind die Aufgaben, die ich hier habe. Iris, shut down. Ich vermute mal, hier rum geht's. Ach so, jetzt habe ich die Spur hier aufgenommen, ja. Was zur Hölle ist das? Oh nein, ich kann nicht. Unternehmen Sie doch irgendwas. Okay, ein rotes Portal. Da gibt es wahrscheinlich wieder einiges zu kämpfen etc. Aber dieses Portal werden wir uns beim nächsten Mal vornehmen. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne.